Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Leute, bevor das Video anfängt, lasst mich wissen, ob ihr aktiv seid, deswegen lasst ein Like da. Danke. Und auf jeden Fall habe ich heute ein Spezialvideo und wir legen los nach dem Intro. Also Leute, auf jeden Fall, mein Anliegen ist, kann man nicht sagen, perfekt. Auf jeden Fall, ich habe Pumpkin Punch, der hat das vor ein paar Monaten, ist schon länger her auf jeden Fall. Hat ein Video gemacht zu seinen Video-Effekten, etc. und so. Und ich dachte mir so, ich will ja auch cooler YouTuber sein. Ich ziehe mir die auch mal. Also ziehen. Ich hol mir auch krasse Video-Effekte. Auf jeden Fall habe ich halt bei Pumpkin Punch gesehen, jo, der benutzt coole Video-Effekte, etc. Und ich dachte mir so, und Maus, glaube ich, hat die auch mal benutzt, egal. Und ich dachte mir auf jeden Fall so, jo, Leute, ich brauche auch so coole Effekte. Und deswegen habe ich mir die jetzt geholt und ich habe die schon 3 Millionen Mal eingefügt. Und ich wollte einfach mal fragen, ist das cool? Beziehungsweise, ich glaube, bei diesem Video werde ich ziemlich viele Effekte einbauen, einfach nur als Spaß. Aber ich würde dann gern im nächsten Video oder so erfahren, wie. Moin. Digga, er hat eine Ende. Wir sind die Gummibären. Leute, schreibt mir mal, ob ihr die Gummibären kennt. Die Gummibärenbande, Alter. Und auf jeden Fall, ich habe auch 3 verschiedene Packs. Und ich werde die natürlich auch in der Beschreibung verlinken, so wie es auch der liebe Pumpkin Punch aka Felix gemacht hat, glaube ich. Ich glaube zumindest, dass er es gemacht hat. Und ihr könnt mir dann schreiben, es sind 3 Packs. Ich glaube, eins ist so grün, eins ist. Was? Eins ist auf jeden Fall grün, eins ist so weiß und eins ist, glaube ich, Feuer oder so. Und schreibt mir einfach, welche Effekte euch da am besten gefallen. Ich werde da dann ein paar einblenden und dann könnt ihr abstimmen. Ich mache dann eine Abstimmung. Wie so ein heftiger YouTuber. Jo Leute, für alle, die Adobe Premiere benutzen, ganz kurz erklärt, ihr drückt halt einfach ganz gechillt auf die Datei und dann geht ihr auf Effekte, ganz normal halt, dann gebt ihr hier Color Key ein, haut den Color Key einfach rauf, da muss ich ganz kurz meine Facecam abdrehen, uno momento, so, dann habt ihr hier links so eine Pinzette, dann drückt ihr einfach auf das Schwarze rauf, ganz gechillt. Und wenn ihr da jetzt einen Hintergrund habt, dann geht ihr hier auf Toleranz, gebt ihr ein bisschen runter. Dann könnt ihr da noch was machen. So circa. Und so, und dann sieht das einfach. Stimmung. Wie so ein heftiger. Noch ein bisschen behindert aus. Könnt ihr das noch so. Das ist vielleicht. Falsche. Abstimmung. Wie ja, so heftig. Auf jeden Fall habt ihr dann auch das Feuer. Und ich habe halt irgendwie kein einziges. Irgendwie so eine Erklärung gefunden, wie man das machen könnte. Und deswegen wollte ich es euch nochmal ganz kurz hier in diesem Video zeigen.